am 24.12. um Mitternacht. Ihr Liebsten, willkommen zu diesem kleinen Studio-Stillleben aus Hund, Zahnputzbecher und Weißwein. Die Aufnahmen sind geschafft und es geht an das Auswählen der Takes. Und wie sieht das aus, wenn wir das machen? Ja, ganz genau so sieht das aus. Winnie hasst das Auswählen von Takes, weil er einfach überfordert ist von der Auswahl. Und ich hasse es auch, weil ich so perfektionistisch bin, dass ich beim Auswählen eigentlich sofort aufspringe und es alles nochmal von vorne einspielen will, weil ich denke, dass das Richtige noch nicht dabei ist und dass ich es bestimmt jetzt, nachdem ich einmal drüber geschlafen habe, viel besser hinkriege. Wir haben mittlerweile einen viel effektiveren Approach rausgefunden, wie wir das machen. Nämlich hat mir Winnie gezeigt, wie es geht und ich kann es jetzt ganz alleine. Aber hier zu diesem Zeitpunkt seht ihr also Winnie, der mir ein Ding nach dem anderen vorspielt. Und ich sag immer, kann ich nochmal das von vor drei Takes hören, wie das war im Vergleich zu dem jetzt? Und wir kriegen einfach die Totalkrise. Aber letztendlich schaffen wir es doch. Und wie ihr seht, ist das auch ein sehr gelungener Moment, um endlich noch ein kleines bisschen Yoga in mein Leben zu holen. Ich sag euch nämlich, ihr Lieben, bei diesem Lifestyle aus auf der Couch schlafen im Studio ist nicht viel Zeit für Yoga und das bricht mir jedes Mal ein kleines bisschen das Herz. Aber an diesem Tag habe ich es geschafft und hatte am nächsten Tag sogar Muskelkater von dieser Take-Auswahl-Session. Wir sind gut in der Zeit, Winnie. Wir haben nur ein bisschen überzogen, wir haben 3:15 und wir haben beschlossen, dass wir jetzt, wir geben nicht auf, ne Winnie, wir brechen ab einfach. Was ist das Letzte, was wir gerade gemacht haben, Win? Einzähler, damit man weiß, wann das Video anfängt. Genau, wir machen das Ganze ja, damit ich ein Musikvideo in Norwegen drehen kann. Und das Ding ist, dass ich ja auf Lautsprecher ganz laut das Laufen haben muss, was wir gerade eben aufnehmen. Und das habe ich auf meinem Handy und mit einer Bluetooth-Box. Und wenn ich auf Play drücke, darf es aber nicht sofort losgehen, sonst ist der Anfang vom Video fehlt, weil ich noch dabei bin, mein Handy zu verstecken. Das weiß ich aus Erfahrung, jetzt mittlerweile schon. Das heißt, ich brauche einen Einzähler und den bestelle ich immer bei Winnie. Also ich sage immer, oh, wenn du mir das schickst, kannst du einen Einzähler machen. Und für Winnie ist es immer super viel Aufwand, weil du musst entweder irgendeinen Klick davor bauen oder irgendwas ins Mikro sprechen und das extra aufbauen und so. Deshalb ist uns das gerade auch eingefallen, dass das noch das Letzte wäre, was wir machen müssen. Das heißt, ich mache jetzt 5, 4, Handy verstecken, 3, Rock gerade richten, 2, Dreads, 1 und dann geht's los. Genau, dann weiß ich auch, wie lange ich Zeit habe. Und wir sind jetzt ganz schön am Limit, ne, Winnie? Ja. Hast du Bock, noch einen 3 Uhr morgens Spaziergang mitzumachen? Nee, ich mache einen Spaziergang ins Bett. Okay. Ja, Maus, wir sind fertig. Wir zwei gehen jetzt nochmal raus, du und ich. Wir haben einen Termin mit dem Mond. Ein Termin mit dem Mond ist ein geiler Song eigentlich, ne? Mhm. Kennt ihr das, wenn einem so kalt ist, weil man so müde ist? Ich habe gerade diesen Moment. Ihr seht, es ist schon wieder hell. Es ist gleich 6 Uhr, die Vögel singen. In wenigen Stunden fahre ich los nach Norwegen. Und das muss auch wirklich sein, weil ich ein Konzert habe am Samstag. Ich muss irgendwie rechtzeitig dort ankommen. Also wir werden die Nacht durch den Landweg fahren. Normalerweise ist der Weg von Hirtshals nach Larvik, den ich oft mit der Fähre fahre, ist immer ganz gechillt, weil man da schlafen kann 4 Stunden lang. Und genau, das geht es aber nicht. Oh, da ist das Schneckenhäuschen. Ist bereit für morgen, bis oben hin gepackt. Ich süß nicht, ich bin so schlapp. Ich bin aber so freudig und inspiriert. Das ist immer ganz krass, wenn man im Studio war. Dann kann man es gar nicht erwarten, den Song wieder zu hören. Und immer wenn man im Studio was aufnimmt, das ist halt so wie ein Musikvideo drehen. Das muss erstmal so ein bisschen zusammengerückt, geschnitten und exportiert werden, bevor das überhaupt hörbar, mitnehmbar ist. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage warten, bis ich es mir wieder anhören kann. Aber man ist nach so einer Aufnahme immer ein bisschen wie früher, der Morgen nach Weihnachten, wo man aufwacht und es gar nicht erwarten kann, die Geschenke wiederzusehen und noch gucken muss, ob noch alles da ist. Ich kann es jetzt, obwohl es ein paar Stunden her ist, dass wir aufgehört haben aufzunehmen, noch gar nicht glauben, ob jetzt wirklich wahr ist, dass wir das aufgenommen haben. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwas mit dem Computer passiert, dass alle Arbeit einfach weg wäre. Ja, solche Gedanken hat man dann da, wenn man jetzt so viel Arbeit reingesteckt hat. Ja, und wir haben wirklich also crazy, crazy geschuftet die letzten 2 Tage. Das waren echt 15-Stunden-Tage. Sowas in die Richtung.
Ja, bin super dankbar. Die Zusammenarbeit mit Winnie ist immer super schön, insbesondere kreative Zusammenarbeit. Wir machen ja sehr viel zusammen, planen die Tour, schreiben irgendwelche Berichte und so. Und also kreative Sachen sind immer sehr cool. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart die letzten beiden Tage. Ich fand es sehr besonders, euch mitzunehmen und euch mal zu zeigen, was da wirklich für ein Herzblut dahinter steckt. Es ist witzig, weil auch beim Akkordeon, wir hatten das Thema ja schon mal auf diesem Kanal, dass ganz viele Leute denken, dass ich jetzt Akkordeon spiele, so ach ja, alles, was dir in den Schoß fällt, das kriegt ihr irgendwie hin. Oder ja, die kann alles spielen, was ihr in die Hände fällt. Aber wie viele Tausende und Millionen Stunden an Arbeit da drin stecken, das realisieren die meisten gar nicht. Und beim Aufnehmen ist es genauso. Nicht nur muss ich wahnsinnig hart dafür arbeiten, dass das, was ich da aufnehmen will, auch irgendwie hörbar ist und ist das, was ich da aufnehmen will, dass es das überhaupt gibt und dass ich das spielen kann, sondern so eine Aufnahme, da denkt man dann ganz oft, ja, derjenige setzt sich einfach hin, drückt auf den Aufnahmeknopf und dann auf den Magieknopf und fertig. Ah, es ist eine derartige Arbeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht geht es aus den Videos hervor, ja, wie viel wahnsinnige Liebe, Herzblut, Schweiß und Tränen da drin stecken. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch es gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe, ob ihr auf den Song gespannt seid und natürlich, ob ihr euch freut. Ja, und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch eure Grüße für Winnie in den Kommentaren lassen. Ich schicke euch 1000 Küsse, legt mich jetzt 4 Stündchen aufs Ohr und dann geht's morgen schon los. Rock'n'Roll, ich nehme euch mit. Komm, wir bauen ein Universum in diese Dystopie. Solange die Welt nur draußen bleibt, kann ich für immer darin sein, versteckt in einer Schneekugel. Mein Ein und Alles, mein Eines, mein All. Wir haben die Viere ganz für uns alleine. Und dann fiel mein Blick hier auf dieses schöne Schild und dann ging die Tagträumerei los, dass das hier eine Treppe ins Zwergenland ist und dort Zwerge einen an die Hand nehmen und einem die Anderswelt zeigen. Und was ist das hier für ein Zeichen? Schreibt's mal in die Kommentare. Oh, ich schätze, das heißt, man soll nicht im Auto sitzen während der Fahrt. Ups. Zu spät, wir sind schon gleich da. Hallo, hallo. Ich möchte heute quasi noch in Kragerø ankommen. Wir haben jetzt 4 Uhr morgens und es geht ja immer weiter Richtung Norden. Man sieht, dass da hinten schon wieder die Sonne aufgeht. Ich war schon ein bisschen traurig, weil ich fahre ja jetzt durch ganz Schweden durch und ich habe das schon einmal gemacht und musste eine ganze Nacht durchfahren und habe von der schönen Landschaft gar nichts gesehen. Und jetzt ist aber wieder so hell, dass ich wohl was sehen werde. Es gibt nämlich wahnsinnig schöne kleine Dörfleins mit roten Holzhäuschen, wo es jetzt durchgeht. Ja, ich habe mich total verschätzt von der Zeit, wie immer, und habe einen riesen Einkauf gemacht. Ich habe viele 100 € rausgegeben für Essen, denn ich werde jetzt einen Monat in Skandinavien unterwegs sein. Und das weiß ich jetzt aus Erfahrung, ist relativ unbezahlbar. Deshalb ist jedes Tofu-Würstchen, was ich vorher kaufe, quasi aus purem Gold. Und ja, deshalb habe ich den ganzen Mittwoch damit verplempert, Besorgungen zu machen und bin viel zu spät losgefahren. Es liegt noch also 9 Stunden Fahrt vor mir. Ich muss jetzt nämlich durch ganz Schweden einmal durchfahren. Nicht durch ganz Schweden. Schweden geht noch unendlich weiter hoch. Ich befinde mich gerade auf der Fähre zwischen Dänemark und Schweden. Die Fährstrecke ist sehr kurz. Ich glaube, die geht so 20 Minuten oder sowas. Und dann sind wir schon da. Und ja, noch bin ich ganz guter Dinge. Aber ich glaube, ich muss mal bald anhalten und Tortellini machen. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ja, ein neues Abenteuer beginnt. Ich freue mich darauf, euch mitzunehmen auf jeden Fall. Wir sind in Schweden. Ui, scheiße. Und jetzt sind wir hier. So sieht es aus. Die Sonne ist aufgegangen. Wir haben 4.30 Uhr. Und es gibt noch 8,5 Stunden Road. Die kleine Maus. Die kleine Maus. So klein.
Was man hier unschwer erkennen kann, ist die Demonstration des Schneckasana. Yoga-Übungen für das Schneckenhaus und für die moderne Schneckenhausfahrerin, die ich hier für meine reizende Begleitung ganz wunderbar veranschauliche. Und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, ich bin nicht allein unterwegs. Die kleine Mü und ich haben das große Glück, dass uns kleine Leckereien während der Fahrt und in den Pausen angereicht werden. Und ihr wisst ja auch, wie es ist. Happiness is only real when shared. Und juhu, Erleichterung, wir haben es tatsächlich noch gerade rechtzeitig zur Fähre geschafft. Allein das ist immer ein kleines Abenteuer für sich und meistens auch ein Wettrennen gegen die Zeit. Aber wir haben es geschafft, wir sind im Bauche des Wals und diese Fähre war die krasseste Fähre, auf der ich jemals war. Nicht zu vergleichen mit der Fähre, die ich normalerweise nehme, von Hirtshals nach Larvik. Die war so riesengroß, dass es dort ein riesiges Unterhaltungsprogramm gab und Überraschung, das war ich. Nein, ich mache Spaß. Also obwohl ich das Akkordeon mitgenommen habe und dort ein bisschen gespielt habe, was eine wunderbar tragische Titanic-Stimmung auf das ganze große Schiff gelegt hat, gab es dort tatsächlich so einen Casino-Raum und auch so einen Computerspielraum, wo ich mir meine kleine Cruise-Fahrt gegönnt habe nach der ganzen anstrengenden Sitzerei im Schneckenhaus-Thron. Und da sind wir. Endlich legen wir an im lang ersehnten, ja, es ist immer noch Schweden. Wenn man durch Skandinavien fähr, muss man ständig kleine Fähren nehmen, denn die Länder sind zum Teil ein Haufen Inseln, wo man gar nicht so auf einer Straße einfach durchfahren kann. Und manchmal gibt es auch riesige Schluchten oder irgendwelche enormen Umwege, die man entlangfahren müsste an der Küste, die man überspringen kann, wenn man eine Fähre nimmt. Ja, und falls ihr im Übrigen gedacht habt, dass ich diese nervige Musik im Hintergrund, die tatsächlich Aufzugmusik ist, nehme, weil die GEMA-frei ist und weil ich keine andere habe, Leute, das habe ich neulich irgendwo mal in den Kommentaren gesehen, ich bin doch Musikerin. Ich habe unendliche Kapazitäten von GEMA-freier Musik, aber ich liebe diese Musik so sehr, weil sie so nervig ist, dass sie eigentlich schon wieder geil ist. Aber an dieser Stelle reicht es jetzt auch mal für die letzten paar Minuten. Noch etwas Schönheit. Mich. Leute, ihr müsst verzeihen, ich bin in einer geckigen Stimmung heute. Ihr Lieben, wir sind am Ende angelangt von diesem Video. Und natürlich möchte ich von euch wissen, wie hat es euch gefallen? Oh mein Gott, als allererstes das Intro. Wie fandet ihr das? Wie fandet ihr das dritte kleine Puzzlestück? Was für Emotionen weckt das in euch? Was für Gefühle kommen in euch hoch? Ich bin so gespannt, von euch zu lesen. Ja, und dann, wie findet ihr den kleinen Roadtrip? Habt ihr schon ein bisschen Fernweh? Spürt ihr das Reisefieber? Könnt ihr den Fahrtwind spüren auf eurer Haut? Ich bin auf jeden Fall mega froh, euch dabei zu haben und freue mich auch, dass die Fahrt noch in den nächsten Tagen weitergeht und ich euch noch weitere kleine Puzzlestücke zeigen kann. Ja, tausend Dank für all die Liebe und die ganzen Kommentare. Ich freue mich wirklich jetzt schon mega darauf, die zu lesen. Ja, und ich freue mich schon total, euch Freitag hier zu begrüßen. Da pausiert unser kleines Skandinavien-Abenteuer nämlich für einen kurzen Moment. Ich habe da nämlich noch eine ganz andere Überraschung für euch, die ich an eurer Stelle nicht verpassen wollen würde. Ja, und am Sonntag ist Fernwehgesprächzeit. Da würde ich mir an eurer Stelle nochmal ruckzuck einen kunstvollen Namen überlegen und in die Tasche hüpfen. Denn Fernwehgespräche sind mega besonders. Das Thema ist Geheimnisse. Ich selbst werde auch ein Geheimnis teilen. Was dort erzählt wird, ganz geheim, nur für die Wesen in der Tasche. Also, vielleicht hüpft ihr doch noch hinein. Ich sehe euch dort und ansonsten am Freitag hier auf diesem Kanal. Bis bald, habt es schön.